zugegeben, ich bin nicht gerade ein Experte in Rettungsmanövern, aber das hier sieht nicht besonders gelungen aus. Findest du nicht auch? Nein, 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 keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Uns wird schon was einfallen. Ich hasse dich. Wie war das mit dem Fluss? Ja, 4 Münzen haben uns gefehlt. Natürlich, Geheimnisse gab es nicht, was diesmal ganz gut war. So, kommt jetzt das komische Spiel mit dem Fluss. Ich habe das irgendwie ganz merkwürdig bei mir im Kopf. Irgendwie. Fluss, Kapitel 1. Ja gut. Dann wollen wir mal. 45 Münzen. So was Blödes. Nicht schon wieder ein festgebundenes Lama. Und ich dachte, ich wäre einzigartig. Es ist erst letzte Woche eines hier bei uns vorbeigekommen. Es sagte mir, dass es sich durch Drücken der Richtungspfeile nach links und nach rechts bewegt. Was? Ihren Bauch springen. Okay. Das ist eine Richtungstaste. Drücke die nach unten Taste, um langsamer zu werden. Und die nach oben Taste, um schneller zu werden. Halte dich von wilden Tieren fern, außer von den roten Affen. Ihre Bananen sind gut für deine Gesundheit. Okay. Bananen. Ach, das ist doch alles konstruiert. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Okay, das beschleunigt uns. Ist das ein Affe? Ne, das sind Vögel. Uff. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Aber vielleicht kommt das noch. Aber noch geht's ja eigentlich. Das ist ja eigentlich sehr gediegen jetzt gerade so. Eine Schildkröte. Hallo. Ich glaube, uns tun nur die Toten. Langsamer. Wir wollen doch auf den nächsten Level sehen, oder? Warum? Ist doch gut. Vögels. Oh nein, das ist eine Strömung, die möchte ich nicht mitnehmen. Habe ich aber. Bei Ninja! Ah, so ist's besser. Juhu! Platsch! Also eine Münze fehlt uns auf jeden Fall schon. Wie gesagt, ich glaube, uns tun nur diese drehenden Objekte weh. Hast du es schon mal mit Bremsen versucht? Warum? Wäre doch nicht schlecht. Wofür? Es läuft doch. Was mit dir? Was denn mit dir? Hallo. Au! Also Schildkröten tun einem nicht weh. Das muss ich jetzt mal sagen. Die Musik ist auch wieder gut. Oh ja. Ein bisschen abbremsen hier. Die macht auch süße Geräusche. Lecker. Lecker. Natürlich. Au. Lasst mich doch alle mal hier zufrieden, ey.
Also in Ruhe so, ne? Das ist gut, dass ich da nochmal gegengeknallt bin. Äffchen, gib mir bitte eine Banane. Dankeschön. Yum, yum. Oh, da war ein Wompi. Scheiße. War aber gut versteckt da. Konnte man überhaupt nicht sehen. Aua. Ja, echt mal, ey. Na, schon wieder eine Münze verpasst. Lass mich in Ruhe, du Drecksvieh. Lecker. Krokodile. Okay, die schwimmen nur von links nach rechts. Das ist gut zu wissen. Beziehungsweise von rechts nach links kommt auf einer welche Seite die stehen. Oh Gott. Ah, so ist's besser. Oh ja. Was hat denn der? Also, das hättest du dir auch mal anders überlegen können, Affe. Aber das war nicht gut. Das war nicht gut. Wie Geheimnis. Ich verkacke ja oder was? Geheimnis, also ich glaube, takt. So, dann hätten wir jetzt Kapitel 2, glaube ich, ne? Plus Kapitel 2. 55 Münzen. Oh. Ob wir da rein dürfen in das drehende Ding? Ich weiß nicht. So, erzähl mal. Tippe die Sprungtaste immer wieder, um aus dem Strudel zu entkommen. Okay. Moment, ist das nicht der einfache Level? Ganz schön klein für ein Lama, was? Hä? Wie klein? Macht überhaupt keinen Sinn. Links oder rechts, links oder rechts? Machen wir links. Ich glaube, rechts wäre richtig gewesen. Und da hätte ich eine Münze gesehen. Schmeißt die Kokosnüsse auf mich oder was? Könnt mich mal, ihr scheiß Affen, ey. Oh, schon wieder eine verpasst. Na gut. Langsamer. Wir wollen doch auch den nächsten Level sehen, oder? Hört doch mal auf, die Scheiße auf mich zu schmeißen, ey. Das sind bestimmt keine Kokosnüsse, sondern Affenkot. Dankeschön. Ah, so ist's besser. Ach, das sind ja jetzt auch keine, keine roten Affen, die Kokosnüsse schmeißen, sondern schwarze oder so. Schon wieder verpasst. Schön. Au! Ulf, Ulf! Hast du es schon mal mit Bremsen versucht? Warum? Noch nicht schlecht. Ja! Ist doch okay. Ist doch alles okay.
Spider! Ist auf jeden Fall schön abwechslungsreich, muss man mal sagen. Also, das ist jetzt das... Ne, wir hatten ein Verfolger-Level, genau. Jetzt haben wir hier so ein ich nenn's mal Scrolling-Level. Und sonst hätten wir so Jump'n'Run Passagen-Level-Dinger. Finde ich doch ganz cool, dass das nicht nur aus dem einen besteht. Wow. Ich habe doch nur seinen Schwanz berührt. Aua. Ja, du Drecksaffe, ey. Zieh dich. Oh, Bananenaffe, danke schön. Yum, yum. Und ich weiß, das ist noch was anderes. Also es gibt noch eine Art Level hier drin. Und das sind eigentlich, also die habe ich damals sehr gerne gespielt. Die habe ich auch immer wieder gerne gespielt. Also ich habe die mehrmals gespielt. Schon wieder. Ja. Da. Ausgetrickst. Dankeschön. Lecker. Ui. Au! Oh oh. Oh, da hatte ich noch Flacker-Chance. Langsamer. Wir wollen doch auf den nächsten Level sehen, oder? Wie das. Ah, so ist's besser. Dankeschön. Die ganze Staude. So, was ist nun los? Was erzählt? Gut gemacht, du bist schon ganz schön weit gekommen. Dankeschön. Diese Szene war im Film viel kürzer. Hinter dem nächsten Wasserfall sind die Alligator-Jagdgebiete. Hier waren doch schon genug Krokodile. Oh, super. Können wir hier Kamerafilme kaufen? Ich habe keine mehr. Wir machen ein paar Schnappschüsse. Wenn sie dich umzingeln, drücke die Action-Taste und spucke sie an. Wenn du Glück hast, kannst du sie so vertreiben. Wenn ich Glück hab. Sehen wir etwa wie Glückspilze aus? Hier ist meine Traubennotration, um dir zu helfen. Mhm. Na gut, dann werden wir mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Oh nein. Das ist das, was ich mir auch im Kopf hatte. Oh no. Boah.